Jetzt die Aufgabe 14. Und zwar die Ableitungen sollten bestimmt werden. Die Lösungen kennen Sie ja schon, aber wie setzen die sich zusammen? Wie kommt man von 6x hoch 3 auf 18x Quadrat? Man nimmt hier die Ableitungsregel. Erstens haben wir einen Faktor, dann haben wir x hoch 3. Aus x hoch 3 wird 3x Quadrat. Faktorregel sagt, der Faktor bleibt davor. 3 mal 6 sind 18, also haben wir 18x². Analog dazu hier die 3x, die 3 bleiben erhalten. Aus den x² wird 2x hoch 1, immer einer weniger. 3 mal 2 sind 6, x hoch 1 ist x. Und aus 4x wird nur noch 4x hoch 1 minus 1 ist eben halt gerade 0 und x hoch 0 ist 1, deswegen bleibt nur die 4 stehen und Konstante sind ja beim Ableiten etwas, was verloren geht, also fallen die einfach weg. Und die Vorzeichen hier vorne, die werden übernommen, die hier vorstehen, also deswegen hier Minus und dann Plus und dann sieht man hier schon die Ableitung. Genauso geht das mit nicht ganzzahligen Exponenten. Man nimmt in dem Fall dann hier bei diesem Ding hier wieder die Faktorregel. 10 mal bleibt stehen. Dann haben wir da den Exponenten 5,4 x hoch 5,4 minus 1. Und wenn man das ausrechnet, kommt man genau auf die 54 x hoch 4,4. Und die 21 x Quadrat ergeben sich aus 7 mal 3 x hoch 3 minus 1 und die 2, konstanter Faktor, fällt wieder weg. Der Teil C wird jetzt etwas aufwendiger. Da haben wir eine Produktregel. Eine Produktregel war ja, ich schreibe sie nochmal schnell hin, U mal V sollte abgeleitet werden. U ist in unserem Fall die Funktion x². V ist die Funktion ln x und die Formel sagt nun, man soll u' mit v multiplizieren und dann dazu addieren u mal v'. Also brauchen wir auch noch u' und v'. Ich habe sie mal hier drunter geschrieben. X² abgeleitet ist 2x. Ln x nach der Regel oben abgeleitet ist 1 durch x. Und jetzt brauchen wir nur noch, wie ähnlich einem Kochrezept, das Ganze hier zusammensetzen. U' ist 2x, hier haben wir 2x, hier haben wir U' mal V. V haben wir hier. Dann sollten wir U, das haben wir hier, hier und natürlich da in unserer Regel, mit V' multiplizieren. Machen wir hier auch nochmal das Ganze ein bisschen in einer anderen Farbe, vielleicht in Blau, warum will Blau nicht? In Blau. V' ist 1 durch x, das heißt, wir können das jetzt hier so multiplizieren. So, wie kommt man jetzt hier auf den hinteren Teil? 2 ln x, da kann man nichts dran machen, x² mal 1 durch ist, x ist nichts anderes als x. Das heißt, wir haben jetzt hier stehen 2 ln x plus x und dann kann man das x ausklammern. Dann haben wir hier noch 2 ln x. Plus, und bitte hier die 1 nicht vergessen, denn wenn die wegfällt, mal angenommen, sie würde nicht da stehen. Also das ist nicht das gleiche wie 2 ln x plus 0. Denn wenn ich das jetzt hier multipliziere, ist das ja nur x mal 2 ln x, der hintere Teil fällt ja weg. Dieses hier wird ganz oft vergessen, also bitte, bitte nicht vergessen. So. Na, dann hoffe ich, dass man die Aufgabe auch verstehen kann. Noch eine Quotientenregel. Die ist ähnlich wie die Summenregel. Man kann sagen, hier U durch V abgeleitet ist so ähnlich wie da oben. U' mal V und U mal V' haben wir auch, allerdings hier mit Minus und dann das Ganze
durch v Quadrat. Man kann diese Regel herleiten mit Hilfe der Kettenregel. Wenn Sie wollen, können Sie die aber auch selbstverständlich einfach nur benutzen. So, auch hier brauchen wir wieder U', V', U und V. Haben wir hier erstmal auseinandergepflückt. U ist immer das, was oben steht, hier hingeschrieben. V, das, was unten steht, hier hingeschrieben. Einfach nur die beiden angeschaut und abgeleitet. Hier wie oben mit der Summenregel ableiten. 3x² ist 3 mal 2 vom Exponenten. X, das sind dann 6x. Und hier bleibt nur noch die 2 stehen. So, wenn man das hat, ist es wirklich wieder wie hier. Man nehme das Kochrezept und setze es zusammen. U'6x mal v, haben wir hier stehen, minus und dann v' haben wir hier mal u. Bitte unbedingt in Klammern setzen, sonst geht es schief. Diese Funktionen, die man hier multipliziert, die werden komplett miteinander multipliziert. Das heißt also immer diese Ausdrücke, wenn sie aus mehr als einem Term bestehen, in Klammern setzen. So, dann hier oben schön ordentlich ausmultiplizieren. 6x mal 2x sind 12x² minus 3x² mal 2 sind 6x² plus, hier haben wir ein Plus, da ein Minus, also bleibt hier Minus stehen. Und 2 mal 2 sind 4 durch 4x². Und dann haben wir hier, wenn man jetzt könnte man 12x² minus 6x² rechnen, dann haben wir hier 6x² minus 4 durch 4x². Bitte jetzt hier auf gar keinen Fall kürzen. Und das ist dann 2 kann man hier eine 2 ausklammern, da auch. Das heißt, wir haben hier oben 2 mal 3x² minus 2 und unten 2 mal 2x². Und jetzt, und zwar genau erst an dieser Stelle, darf man das kürzen. Und dann haben wir auch das Ergebnis, was da oben steht. So, nun noch als letztes die Aufgabe E. Auch da eine Quotientenregel. Wir haben wieder wie eben die Regel zu benutzen. Wir brauchen also U' und V', müssen uns Nenner und Zähler getrennt aufschreiben. Und wenn man das schön auch sauber wieder ableitet, kommen wir hier auf 3x² plus 3, da auf 2x. Und jetzt sehen Sie das, was ich eben meinte mit den Klammern. Hier muss man bitte überall Klammern setzen. Dann haben wir hier sauber zusammengesetzt U' mal V. Das ist der minus U mal V' durch V zum Quadrat. Dies hier unten wird in der Regel auch nicht ausmultipliziert. Das lassen Sie bitte einfach so stehen. Hier oben sauber ausmultiplizieren. Ich nehme jetzt nur den Zähler und multipliziere den aus. Dann hat man hier als Zähler 3x² mal x² sind 3x hoch 4. 3x² mal 6 sind, das Zeichen wird übernommen, sind 3 mal 6, 18 x². Und dann haben wir 3x² und 3 mal 6 sind wieder 18. Minus, wenn Sie hier ein Minus davor haben, machen Sie sich der Einfachheit halber eine große Klammer auf, sonst geht es schief. Das vergisst man im Laufe der Umformung. So, dann haben wir hier 2x mal 2 mal x hoch 3 sind 2x hoch 4. Dann haben wir hier 2x mal 3x sind 6x². Dann haben wir 2 mal 2x sind 4x. Jetzt sieht man hier, dass alle diese Pluszeichen durch dieses Minuszeichen sich umdrehen. Das heißt, wir können hier schon mal zusammenfassen. Wir haben dann hier 3x hoch 4 plus 21x² plus 18
minus 2x hoch 4 minus 6x Quadrat minus 4x. Und dann sehen wir auch schon das Ergebnis dort oben. 3x hoch 4 minus 2x hoch 4 sind x hoch 4. 21x Quadrat minus 6x Quadrat sind 15x Quadrat. Und die 18 und die minus 4x bleiben einfach so stehen.